Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute einen Traubenjob für euch. Also eine Traubenbrauerei. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das gute Stück einfach mal an. Das befindet sich natürlich hier oben. Wo es natürlich auch die Trauben gibt. Und ja, wenn wir hier angekommen sind, haben wir hier einmal, wo wir die ganzen Flaschen dann herbekommen. Das heißt, hier kriegen wir die leeren Flaschen. Und hier können wir dann, also hier können wir die leeren Flaschen gleich kaufen, die wir brauchen. Und hier können wir den Wein dann verkaufen. Und hier haben wir die, ja, Brauerei, um die Trauben zu verarbeiten, zu Weinflaschen. Es gibt zwei Sorten, Weißwein und Rotwein. Und wenn wir dann hier sehen, könnten wir das Ganze jetzt schon starten. Aber ich zeige euch erstmal noch, wo wir die Trauben überhaupt finden können. Diese Position könnt ihr natürlich umändern. Das ist nicht hier vorne der große Kreis, denn das ist ein eigenes Skript. Ihr habt diese Checkpoints hier, also ihr geht hier hin, drückt E und dann habt ihr hier dieses Minispiel. Und wenn ihr erfolgreich seid, dann kriegt ihr auch, könnt ihr auch Trauben sammeln. Hier könnt ihr einmal Trauben, also rote Trauben und weiße Trauben sammeln. Also diese grünen Trauben sind dann halt für den Weißwein da. Und ja. Ja, da haben wir gerade verkackt. Und ihr braucht halt insgesamt 5 Trauben pro Flasche. Ich habe mir das Ganze hier ein wenig schon gegeben. Ne? Hier haben wir die 20 Stück und hier auch 20 Stück. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hin. Schmeißen nochmal die leeren Flaschen weg. Und können anfangen, jetzt ja, Weine herzustellen. Und sieht das gute Stück dann auch aus. Hier wird das aus dem Inventar genommen und ja, das wird verarbeitet. Wenn wir jetzt sehen wollen, wie weit das Ganze ist, müssen wir halt einmal raus und wieder rein. Und ja, jetzt haben wir 10% halt. Jetzt müssen wir nur kurz warten und dann geht es auch weiter. So, wenn es dann fertig ist, dann werden wir aufgefordert, wir brauchen jetzt 8 leere Weinflaschen. Und weil wir keine haben, können wir hier trotzdem draufklicken und dann wird uns hier nochmal angezeigt, dass wir nicht genügend Weinflaschen haben. Jetzt müssen wir natürlich noch die Weinflaschen kaufen. Das machen wir hier. Pro Flasche 10 Dollar. Das heißt, wir wollen ja 8 Stück haben. 80 Dollar dann. Und nun können wir den Wein auch herstellen. Hm, ja. Und zack, haben wir jetzt 8-mal Wein. Und haben diese natürlich dann auch hier im Inventar. Und können sie jetzt anschließend verkaufen. Und wir haben knapp 1000 so dafür bekommen und ja. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken.
So, wenn wir die beiden Sachen runtergeladen haben, denn wir brauchen einmal hier das Script an sich und einmal die Abhängigkeit. Und dazu habe ich mir jetzt hier so einen Ordner in Klammern erstellt und habe das Ganze dann so gemacht, einfach hier reingezogen. Natürlich müsste halt hier dann das minus main oder minus so der Nummer hier einfach entfernen. Und hier macht ihr das gleiche. Einfach das minus main weg. Und es muss halt so aussehen. Entweder ihr macht das halt in so einen Ordner. Ich habe das Ganze aber jetzt so gemacht, dass, weil die Abhängigkeit muss zuerst gestartet werden. Das heißt, wir ziehen einfach diese zwei Scripts, die wir einfach in den Resource-Ordner, also einfach hier reinziehen, ne? Zack, nehmen, gut. Und dann bin ich hergegangen und habe das Ganze hier einmal die Abhängigkeit, so das wäre dieses Script. Und nach der Abhängigkeit starten wir das andere Script, also das Hauptscript, ne? Also für die Trauben. Ja, wenn wir das gemacht haben, speichern und schließen. Und somit haben wir die Sachen schon mal installiert. Das müsst ihr euch natürlich noch übersetzen. Hier können wir auch noch mal reingucken. Hier habt ihr einmal noch die Items, die ihr braucht. Dazu geht ihr einfach in die Datenbank und geht in die Items-Tabelle. Macht euch das ein bisschen übersichtlicher und ja, kopiert hier einfach ein Item raus und ja, hier könnt ihr dann einfach rauskopieren, dann kommt hier der Itemname rein und hier kommt die Übersetzung rein und dann einfach mit OK bestätigen. Oder ihr macht das per Aux Inventar, das geht natürlich auch. Wenn ihr es gemacht habt, könnt ihr diese Bilder auch gleich im Aux Inventar unterbringen. Das heißt, wir gehen einfach in das Aux Inventar. Das haben wir dann hier, gehen auf Web und einfach hier und dann zieht ihr diese Bilder hier einfach rein. So, als nächstes haben wir noch die config.lua und ja, hier könnt ihr halt alles anpassen. Das heißt, wenn wir das Ganze mal in groß machen, können wir halt hier alles anpassen nach unseren Wünschen. Hier sind die Positionen für die Weinspots, wo wir dann hingehen und E drücken. Und ja, die Marker könnt ihr verschieben und die Koordinaten komplett. Also hier ist noch ein Van, der schwebte so bei mir, nachdem ich die Position angepasst habe, ist er verschwunden, ja. Das könnt ihr halt so machen oder halt auch nicht. Ist nur ein Deko-Artikel, ne? Und hier habt ihr den Pad. Und hier könnt ihr den Pad natürlich auch woanders hin verschieben, also den NPC, wo die Leute dann Weinflaschen kaufen können und den Wein dann später verkaufen können. Ja, Blips können wir hier auch anpassen, also ihr könnt hier halt alles von dem Script hier anpassen halt, ne? So, in der Local könnt ihr das Ganze hier auf EN, die ist standardgemäß ausgewählt, da habe ich das Ganze einfach in Deutsch übersetzt und somit ist das Ganze auch auf Deutsch. Gut, ja, jetzt müsst ihr nur noch den Server neu starten und ihr habt einen Weinjob. Gut Leute, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And